Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge meines Fitness Beyond Let's Plays. In der letzten Folge haben wir mit Energie angefangen. Wir haben uns endlich ein paar Maschinen gebastelt und zwischen den Folgen habe ich auch nochmal ein bisschen das Ganze automatisiert, indem ich die Segmel eingestellt habe auf Pull und Push auf der Seite und den Alloy Smelter umgestellt habe auf Furnace Mode und dann auf Push auf der Seite. Und dadurch konnte ich nämlich sowas machen wie einfach mal so ein paar Erze nehmen und in diese Kiste reinschmeißen. Dann wurden die automatisch in die Sag Mill gesaugt und die hat die dann verarbeitet und entsprechend einmal direkt rübergeschmissen in den Alloy Smelter, der sie dann wiederum geschmolzen hat und dann in diese wunderschöne Kiste dort hineingelegt hat, sodass ich eine wunderschöne automatische, naja, semi-automatische Erzverdopplung dadurch zur Wirklichkeit hatte. Genau. In dieser Folge möchte ich mich zuerst einmal um unendlich Lava kümmern und dann mal gucken, ob ich noch was schaffe. Denn eine Sache, die wir halt für viele Dinge brauchen, ist eben Lava. Zum Beispiel brauchen sie Smeltery Lava und auch wenn wir die Smeltery vermutlich nicht mehr so viel benötigen werden, ist es doch schön, wenn man die vollständig betreiben kann. Zudem brauchen wir Lava für Obsidian, was man ja gerne in vielen Rezepten braucht und für viele Dinge, aber was wir dann auch automatisch herstellen können wollen. Und auch dafür brauchen wir eine vernünftige Lavaquelle. Und dementsprechend wollen wir uns heute angucken, wie wir an Lava vernünftig rankommen. Zuerst einmal brauchen wir dafür aber mehr Obsidian, als wir aktuell haben. Und es ist nervig, Obsidian abzubauen. Obsidian Mining ist einfach kacke und dementsprechend wollen wir uns eine Maschine basteln, die uns Obsidian herstellen kann, direkt als Item, wo wir dann nur Lava reinschütten müssen und Wasser, damit das Ganze funktioniert. Und die bauen wir uns einmal heute. Dafür brauchen wir einen Machine Frame, der kostet Tin, Iron und Glass und außerdem Invar Gears. Invar wiederum kriegen wir mit unserem tollen neuen Alloy Smelter mit 2 Iron und einem Nickel, gibt uns 3 Invar. Können wir direkt da machen. Konnten wir auch schon in der Smeltery, ich weiß nicht, ob ich das jemals gezeigt habe, zumindest theoretisch konnten wir das in der Smeltery. Praktisch wird es nicht angezeigt, dass wir es in der Smeltery konnten, also vielleicht konnten wir es gar nicht in der Smeltery, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall können wir einfach 2 Eisen und einen Nickel nehmen und können das hier Alloys Only reinschmeißen und dann bekommen wir daraus unser Invar und können das so machen. Es ging tatsächlich nicht in der Smeltery, habe ich gerade mal ausprobiert. Ein Nickel, 2 Eisen, da ist gar nichts. Also brauchen wir tatsächlich einen Alloy Smelter oder einen Induction Furnace, um die Sachen herzustellen. Oder wir hätten es halt auf dem ganz klassischen alten Weg machen müssen, indem man nämlich das Zeug den Staub verarbeitet und dann den Staub zusammen craftet zu Invar Blend und den kann man dann wiederum schmelzen und dann bekommt man daraus Invar Ingots. Aber wer macht das schon, wenn man einen Alloy Smelter haben kann, ne? Und das Problem ist nämlich, dass der Induction Furnace aus Thermal, wo die Säuren herkommen, tatsächlich schon Invar braucht. Deswegen müssen wir das eigentlich mit dem anderen Weg herstellen. Aber wir haben ja Ender, yo, also ist uns das egal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt also den Igneous Extruder haben. Und für den Machine Frame brauchen wir einen Tin Gear, wie gesagt. Dabei gibt es übrigens nur das Thermal Foundation Tin Gear. Das Forestry, also das, was man mit Sticks und Stein als Grundlage craften kann, ist tatsächlich anscheinend disabled. Also müssen wir es mit Eisen craften. Und dann nehmen wir unseren Machine Frame und dann brauchen wir noch die Invar Gears, 2 Stück. Und zuletzt brauchen wir noch eine Redstone Reception Coil und dann brauchen wir noch 2 Glas mehr und dann haben wir alles, was wir brauchen. Dabei ist übrigens eine Sache interessant. Bei Thermal Expansion ist es so, dass alle Maschinen, die Energie brauchen, eine Redstone Reception Coil brauchen und oder einen Machine Frame. Wenn ihr Geräte habt, die keine Energie brauchen, dann werden die mit einem Device Frame gecraftet, den man mit einem Copper Gear craftet, wohingegen eben richtige Maschinen, die auch Energie brauchen, mit einem Machine Frame gecraftet werden und eben Redstone Reception Coil, die ist das Hauptmerkmal. Also, dass ihr da Bescheid wisst, so könnt ihr das auch unterscheiden. Dann haben wir, zack, unseren Igneous Extruder. Und wenn wir den hinstellen, sehen wir, jo, in den neueren Versionen braucht das blöde Ding tatsächlich auch. Früher hat es das nicht gebraucht, früher war das einfach egal, heutzutage braucht man für das Ding anscheinend auch RF. Finde ich blöd, aber ist halt so. Gut, dann müssen wir also einmal kurz irgendwie hier die Kiste wegrollen, damit wir hier genug Platz kriegen. So ist besser. Also, Igneous Extruder hinstellen.
In dem Sinne sogar so, dass das hier, also dass die Frontseite hierher guckt. Denn bei 7 Expansion können wir tatsächlich die Frontseite im Gegensatz zu N-Dio nicht einstellen. Ihr seht ja hier, dass die Segment halt da vorne ihre Front hat und trotzdem können wir da was einstellen. Bei 7 Expansion geht das nicht. Wenn ihr darauf klickt, da passiert nichts. Also die Frontseite ist immer blockiert, da könnt ihr nichts mit machen. Auch ansonsten ist es so wie bei N-Dio auch, beziehungsweise theoretisch gesehen ist es bei N-Dio so wie bei Thermal, denn Thermal war das erste, aber. Naja, blau ist Input, orange ist Output. Und wenn ihr einen Shift-Linksklick auf das mittlere Teil hier macht, könnt ihr erstmal alles deaktivieren. Dann nervt euch das schon mal nicht mehr. Das ist schon mal ganz praktisch dann. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir da irgendwie Zeug reinbekommen. Am einfachsten wäre es fast, wenn ich das sogar nochmal einen nach hinten stelle, das Ding. Und die Energie vorne reinschiebe. So. Und wir machen jetzt auch mal da das Ganze ab. So, und dann von oben sagen, dass ich einen Input haben will für Lava und dann können wir einfach einen Rechtsklick machen. Zack. Und ein Rechtsklick auf dem Portable Tank sorgt dafür, dass der automatisch outputtet und schon haben wir hier Lava drin. Dann stellen wir auf jeden Fall noch auf Obsidian um, das sollten wir nicht vergessen. Und dann brauchen wir noch Wasser. Und für Wasser haben wir tatsächlich auch eine recht einfache Möglichkeit. Und zwar gibt es die sogenannte Sink. Das ist die absolut billigste und einfachste Methode, wie ihr an unendlich viel Wasser rankommt. Denn dieses Ding macht einfach unendlich viel Wasser und ihr könnt es einfach rausziehen und es juckt niemanden. Also, das sind Stämme, keine Dingens. Also 1, 2, 3, 4, 5 Stämme. Wir brauchen mal langsam neues Holz. Schwupps, haben wir eine Sink und die macht uns jetzt schon unendlich viel Wasser. Aber sie auto-outputtet es nicht. Heißt, wir müssen das jetzt noch irgendwie da rauspumpen, das Wasser. Aber es ist auf jeden Fall schon mal unendlich viel Wasser drin. Wir können zwar einfach den Bucket da draufklicken und haben Wasser und es ändert nichts. Um das Wasser da rauszubekommen, können wir uns Fluid Conduits machen. Auch noch andere Möglichkeiten, aber Fluid Conduits, it is, weil wir ja bei N-Dio sind. Und dafür brauchen wir Fused Quartz. Und Fused Quartz ist einfach Nether Quartz im Furnace hier und zwar 4 pro Stück, also brauchen wir 12 Stück und zwar im Alloys Mode. Das ist eben wieder mal ganz wichtig. Ihr müsst im Alloys Mode sein, damit das Ganze funktioniert. Und das war gerade das Video, was fertig geworden ist. Falls ihr euch gewundert habt, was der Warnton ist. Ich habe nämlich nochmal die Folge 13 habe ich nochmal durchrendern lassen, denn ich habe da noch was hinzugefügt, nämlich das mit der Sagmill hier, das mit dem Flint, das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Und dann habe ich das festgestellt, dass das vielleicht ganz noch sinnvoll wäre, in der 13. Folge, wo ich die Sagmill einführe, auch das Flint schon zu zeigen, als es halt erst jetzt in dieser Folge zu zeigen. Deswegen habe ich das nochmal neu gemacht. Und die war schon komplett hochgeladen. Und dann ist es mir aufgefallen. Ja. Naja, gut. In der Zwischenzeit ist dann unser Fused Quartz auch fertig und schwupps hier an der Stelle angekommen. Das war natürlich der einzige Grund, warum ich das erzählt habe. Und nicht einfach, weil ich gerne über irgendeinen Schwachsinn quatsche. Und dann haben wir direkt Pressurized Fluid Conduits. Der Grund, warum wir direkt Pressurized machen und die Fluid Conduits in normaler Form, die Quiet Clear Glass brauchen, übersprengen, ist, dass die Quiet Clear Glass, also die normalen Fluid Conduits, an Gravitation gebunden sind. Das heißt, die funktionieren in dem Sinne nur wirklich von oben nach unten, beziehungsweise eben so, wie Wasser sich gravitatisch verhalten würde, so ungefähr. Also die funktionieren nicht einfach so, ich lege von A nach B und es kommt auf jeden Fall an. Und das ist eben nervig und dementsprechend überspringe ich eigentlich immer die Stufe des Fluid Condens. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals überhaupt normale Fluid Condens gemacht habe. Stattdessen nehmen wir einfach Pressurized Fluid Condens. Die sind ja dann auch wirklich nicht teuer mit ein bisschen Quarz. Und dann haben wir welche, die genauso funktionieren, wie man sich das denken würde. Nämlich halt, wo auch immer ich reinpacke, kommt es rein und wo auch immer ich raus will, kommt es raus. So, dann also legen wir die da dran. Zack, bumm. Und dann nehmen wir unseren Yetta Wrench und machen einen Shift-Links-Klick auf das Conduit und dann können wir nämlich die Sink oder das Conduit direkt konfigurieren. Das habe ich, glaube ich, letzte Folge nämlich nicht erwähnt. Das ist auch was eigentlich in letzter Folge gehört, aber naja. Shift-Links-Klick mit dem Wrench auf dem Conduit und dann könnt ihr verschiedene Seiten halt einstellen. In dem Fall wollen wir ab und dann wollen wir Extract Always Active und schwupps ziehen wir hier Wasser raus und schieben es dort rein. Und wir sehen auch schon, dass wir jetzt eben Lava und Wasser jeweils immer verlieren. Jedes Mal, wenn wir Obsidian herstellen. Denn ja, wenn ich das Wasser jetzt mal rausnehme, dann müsst ihr das auch sehen. Genau da. Das ist halt nur beim Tanken ein bisschen langsamer. Deswegen fällt das erstmal nicht auf. Aber ihr seht, dass auch das Wasser runtergeht. Und dann wieder so. Shift-Links-Klick. Extract. Always active. Schwupps. Und dann haben wir hier Obsidian. Und da wird nach und nach unser Portable Tank hier geleert. Und wir bekommen
Obsidianblöcke direkt. Und das kostet uns 20 Arithmetic, was wirklich sehr angenehm ist. Es ist halt nicht wirklich viel Energie. Auch wenn wir sie immer noch aus Kohle erzeugen. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen Kohle nehmen. Theoretisch gesehen können wir auch Blaze Rods nehmen, aber naja, Blaze Rods sind irgendwie teurer als Kohle gefühlt. Obwohl ich extra schon mal meinen war für Kohle. Nur für Kohle. Ich bin meinen gegangen für Kohle. Gosh darn it. Und für Eisen, interessanterweise auch, weil wir irgendwie aus irgendeinem Grund auf einmal null Eisen in unserer Compacting Drawer hatten. Aber ich hatte halt noch ein paar Erze hier liegen. Ja, musste ich halt nur was Neues machen. Aber wofür brauchen wir das ganze Obsidian denn jetzt eigentlich? Nun, wir wollen uns gerne ein paar Endertanks machen. Denn Endertanks sind die einfachste Möglichkeit, um über große Distanzen Flüssigkeiten zu übertragen. Und da wir den für Lava benutzen wollen, möchte ich gerne einen Endertank in Orange. Und dafür wiederum brauchen wir orangene Farbe. Und die bekommen wir mit Rot und Gelb. Und da wir hier im Modded spielen, wollen wir natürlich nicht nur eine gelbe bzw. rote Farbe haben. Also machen wir das Ganze so. Wir bekommen daraus so Plant Clippings und Trimmings manchmal raus. Ich habe schon mal nachgeguckt, die braucht man, um grüne Farbe herzustellen. Finde ich ganz interessant. Witzigerweise kann man sogar, das fand ich fast noch besser, wenn man Saplings pulverisiert, daraus so Twig-Zeug bekommen. Mit der Sag-Mill. Waren das Saplings? War es was anderes? Sag. At Ender. Da kann ich ja viel einfacher nachgucken. Die Loose Twigs und Prunings. Gras und Ferns, genau, das war's. Gras, Ferns, Dead Bushes, Leaves, sowas. Und dabei kommt ihr dann noch Loose Twigs und Prunings raus. Und die könnt ihr mit einem Slime Ball zu Cocoa Beans machen. Das heißt, stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr habt keine Cocoa Beans, ihr habt keinen Kakao. Und um Kakao euch zu machen, die Bohnen, die ihr dann anbauen und wachsen lassen könnt, nehmt ihr einen Slime Ball und einfach Zweige. Also so Zweige, bisschen Schleim und ihr habt Kakaobohnen. Lecker. Und dann macht ihr daraus Kekse oder Schokolade. Yam yam. Naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal orangene Farbe haben und dann brauchen wir damit drei orangene Wolle und dann können wir uns drei Ender Tanks mit der orangenen Farbe hier machen. Schwupps, sehr schön. Und wie funktionieren Ender Tanks jetzt genau? Nun, es ist wieder mal Zeit für mein kleines PSA, also Public Service Announcement. Ich weiß gar nicht, was wäre das Äquivalent in Deutschland? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn Endertanks die exakt gleiche Farbkombination haben, dann haben sie auch den exakt gleichen Inhalt. Logisch. Wenn ihr irgendeine Farbkombination ändert, zum Beispiel, was weiß ich, eins hier in weiß macht, dann hat das natürlich nicht den gleichen Inhalt. Denn es ist natürlich ein anderer Endertank. Ist auch klar. Logisch. Denke ich mal, ist recht intuitiv. Eine Sache aber, und das ist eben der Teil, der wirklich PSA-mäßig wird, wenn ihr auf einem Server spielt, mit anderen Menschen, das hier ist ja sogar ein Server, aber wenn ihr auf einem Server spielt mit anderen Menschen, vor allem welche, die ihr nicht kennt, würde ich euch eine Sache sehr, 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 sehr ans Herz legen, und das ist Ender-Tanks und vor allem Ender-Chests immer mit einem Diamond zu versehen. Denn wenn ihr ein Diamond auf euren Endertank packt, dann wird er damit personalisiert. Dasselbe gilt für Enderchests. Das ist also nun ein Endertank RSGE, Orange, 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 im Vergleich zu dem hier, der Orange, Orange, Orange einfach nur so auf einer Public-Frequenz ist. Der Unterschied ist, wie man jetzt sehen wird, hier ist jetzt Wasser drin, da ist jetzt Wasser drin, da ist kein Wasser drin. Und jetzt holen wir uns nochmal einen Diamanten. Und irgendwie leckt das Spiel gerade ganz schön. Hallo, Spiel. Ich weiß nicht, warum das laggt. Es läuft literally nichts mehr. Das Rendern ist fertig. Auf jeden Fall, wenn wir da jetzt was reinschütten, dann seht ihr, hier ist Wasser drin, da ist kein Wasser drin. Packen wir jetzt hier auch einen Diamanten drauf, ist dort Wasser drin. Und hätte ich jetzt meinen TNTM dort, könnte ich den einen Diamanten hier drauf packen lassen und dann würdet ihr sehen, dass tatsächlich TNTMs Endertank auch nochmal eine andere Frequenz ist als mein Endertank bei gleicher Farbkombination. Deswegen eben ganz wichtig, wenn ihr auf einem Server spielt, vor allem bei Enderchests, aber auch bei Endertanks darauf achten, immer schön einen Diamanten raufzupacken. Dann kann nämlich niemand eure Frequenzen klauen. Ihr könnt weiterhin ganz billig und einfach die Standard-Farbkombination mit dreimal dieselbe Farbe nehmen. Es ist halt einfach das Einfachste, man kann es sich wenigstens merken, aber es ist halt
wenn man das nicht macht mit den Diamanten, doch sehr schnell, sodass einem andere Menschen dann vor allem bei Ender Chests gerne mal die Items klauen. Das könnt ihr natürlich in Reverse auch ganz witzig benutzen, um Leute zu verarschen, die ihre Ender Chests nicht auf Public stellen. Aber das habt ihr nicht von mir gehört, okay? Gut, also, wir haben jetzt unsere Ender Tanks und wir lassen die hier auf Public, denn das hier ist ja ein privater Server, da kommt niemand drauf außer ich und hier ein GM und der spielt nicht mit. Also haben wir jetzt schon mal eine Möglichkeit, um Lava zu übertragen. Jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit, die Lava auch zu pumpen, denn irgendwie müssen wir die ja auch in den Tank reinbekommen. Okay, also laut DeepL heißt Public Service Announcement öffentliche Bekanntmachung oder öffentliche Ankündigung. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also, Pumpe. Die einfachste, aber vermutlich auch teuerste Pumpe, die wir uns machen können, ist die Pump aus Ranged Pumps, die übrigens wirklich nur diese eine Ranged Pump enthält. Also mehr sind da auch nicht drin. Und ein weiterer Grund übrigens, warum wir Obsidian brauchten. Also, Iron Pickaxes, zack, Ranged Pump, zack, wunderschön. Wie die meisten Pumpen braucht die Ranged Pump aber noch irgendwie Energie. Und was wäre einfacher, als die Lava, die wir pumpen, auch direkt für Energie zu benutzen, um die Pumpe zu betreiben? Also machen wir uns einen Magmatic Dynamo. Dafür brauchen wir wieder Invar, zack, und dann noch wieder eine Transmission Coil, die wir ja schon aus dem Innovation Dynamo kennen. Und auch dazu übrigens wieder Fun Fact: Alle Geräte, die eine Transmission Coil beinhalten, sind Geräte, die Energie erzeugen oder eben generell, was das Energie irgendwie ausstößt. Es gibt noch eine letzte Art von Coil, das ist dann die Conductance Coil, die macht ihr aus Electrum, was ein Blend, eine Zusammenstellung, ein Alloy, eine Verbindung aus Silber und Gold ist. Ich hatte jetzt versucht, dass ich die Inke sind, aber naja. Und entsprechend der Verbindung, aus der es ist, kann man sich denken, dass es eben ein Zeug dann ist, wenn ihr eine Conductance Coil braucht, das sowohl ein Input als auch ein Output für Energie darstellen kann. Zumindest eben bei Geräten. Das heißt also, ihr braucht Conductance Coils, entsprechend für zum Beispiel sowas wie die Zellen hier, Energy Cells oder so. Und ein paar Ausnahmen gibt es auch, sowas wie den Magma Crucible, wo ihr das Ding aus irgendeinem Grund braucht. Was glaube ich dafür demonstrieren soll, dass es so eine Art Induction-Gerät ist. Naja, egal. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt ein Magmatic Dynamo machen, denn den könnt ihr einfach so mit Lava betreiben. Es gibt aber ein Problem mit dem Standard Basic Magmatic Dynamo, den wir aus dem Rezept bekommen. Generell mit allen Basic Dynamos tatsächlich, aber in diesem Falle spezifisch. Und zwar, dass diese Geräte sich nicht automatisch abschalten, wenn ihre Energie komplett voll ist. Die regeln zwar runter, produzieren also langsamer und verbrauchen weniger Brennstoff, aber sie schalten sich nicht komplett ab, wenn sie voll werden. Das heißt also, dass wir, selbst wenn ich sagen wir mal ein paar Tage offline bin und ich eigentlich überhaupt keine Lava oder nur sehr wenig Lava verbrauche, wir dauerhaft durch dieses Ding Lava verlieren. Und das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Das finde ich blöd, das wollen wir nicht. Und dementsprechend möchte ich etwas machen, das diesen Magmatic Dynamo komplett abschaltet, wenn sein Energiebuffer voll ist. Und dafür müssen wir ihn aber erstmal aufwerten von Basic auf einen höheren Tier. Denn im Gegensatz zu früheren Versionen haben jetzt auch Dynamos ein Upgrade-System. Und wir müssen, um Augments zu installieren, tatsächlich auch Dynamos upgraden. Und dafür brauchen wir ein Upgrade-Kit. Dafür gibt es ganz einfach erstmal das Hardened Upgrade-Kit als einfachste Stufe. Und das Hardened Upgrade-Kit ermöglicht uns, ein einziges Augment zu installieren. Mehr brauchen wir ja aber auch gar nicht, denn wir wollen nur ein einziges Augment installieren überhaupt. Wir wollen nämlich das Augment Excitation Field Limiter. Denn das Ding sorgt genau für das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es halt komplett den Generator abschaltet, wenn er voll ist. Und damit haben wir den Magmatic Dynamo auf dem Stand, auf dem wir haben wollen. Alles andere ist uns egal, wie viel er produziert oder sonst was, der wird eh nicht viel brauchen. Hauptsache, er läuft überhaupt. Und damit können wir ihn mitnehmen. Der behält auch alle seine Upgrades, wenn ihn abbaut, also ist es ganz nett. Und dann brauchen wir noch einen Eimer, denn wir brauchen noch etwas, womit wir Lava einmal aufnehmen können, um das ganze System zu kickstarten. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal kurz in den Nether. Und das sind wir im Nether. Wir brauchen jetzt nicht mehr wirklich viel Angst vor Feuer haben, denn wir haben ja Fire Resistance, Platsch, durch Psy und wir haben ja auch unser Amulett, das uns sofort wieder löscht. Also können wir relativ entspannt hier an das Ganze rangehen und können jetzt einfach mal irgendwo hier in der Umgebung uns so ein bisschen hier reinbauen und dann die Pump hier einfach mal so hinsetzen. Ich denke, ich mache das einfach mal hier so in die Ecke.
So, dann haben wir nämlich hier ein bisschen Platz, dass wir das auch in Ruhe machen können. Schwupps, den blöden Stein da, den schmeißen wir weg. Und dann können wir die Range Pump einfach irgendwo auf Stein stellen, tatsächlich. Zack. Und dann schließen wir den Magmatic Dynamodatron, nehmen noch den Ender Tank und setzen ein Pressurized Fluid Conduit noch dran. Und dann stellen wir unseren Ender Tank auf Output. Denn aktuell ist er auf Input, wie immer bei den allermeisten Maschinen ist blau hier Input und wir stellen ihn auf automatischen Output. Das heißt nämlich, dass er zwar trotz noch annehmen kann, aber auch abgeben kann. Und dadurch müssen wir nämlich das Ender Conduit nicht umstellen. Und dann nehmen wir uns einen Eimer Lava selbst und kickstarten das ganze System. Und jetzt haben wir unseren Tank da reingeschmissen, aber das ist jetzt gar kein Problem. So, und schmeißen einmal einen Eimer Lava da rein. Und der sollte jetzt eigentlich hier in das Fluid Conduit fließen. Das wäre die Idee. Das passiert aber aus irgendeinem Grund nicht. Wir nehmen das nochmal weg und stellen es nochmal ran. Nein? Okay, dann stellen wir dich eben auf Extract und Always Active. Dann siehst du auf jeden Fall, dann ist es egal, worauf das steht. Dann läuft der Magmatic Dynamo an und unsere Pumpe kriegt Energie und braucht dann nur noch ein Redstone-Signal, um zu funktionieren. Also nehmen wir uns einen Stick und einen Netherrack, denn es gibt auch Lever aus Natura. Und dann machen wir Schwupps und dann fängt das Ding an, Lava sich zu saugen. Und diese Lava sollte jetzt eigentlich im Tank landen. Auch das passiert schon wieder nicht. Das ist ja wirklich ganz toll, wie gut hier alles funktioniert. Also nehmen wir den Tank einfach mal weg. So. Und stellen den direkt hier drauf. Dann nehmen wir das Fluid Conduit und machen hier das Ganze auf Extract Always Active und stellen dich auf Output, denn das müsste funktionieren. Exakt. Sehr schön. Denn ja, dann funktioniert der Output also wie bei den Portable Tanks tatsächlich nur gerade nach unten mit den Ender Tanks in der 1.10. Und jetzt der 1.7.10, wo einfach alle Seiten Output gemacht haben, bin ich der Meinung. Aber naja, auf jeden Fall funktioniert das Ganze dann so. Und hier ziehen wir eben mit einem Extract Always Active mit dem Fluid Conduit dann raus, haben wir das Ganze halt mal reversed. Und jetzt zieht sich das ganze Ding eben ganz entspannt die Lava an verschiedenen Orten und füllt dabei seinen internen Buffer. Die Lava, die das Ding hier aufnimmt, wird tatsächlich in Stein umgewandelt, anstatt dass sie komplett weggenommen wird, sodass halt fließende Lava entsteht. Das ist ganz gut für die Server-Tick-Rate, ist ganz nett. Und dementsprechend haben das inzwischen sehr viele für sich etabliert, sehr viele Mods. Nur dass ihr aber da wahrscheinlich euch nicht wundert, warum der ganze Nether da zu Stein wird. Das liegt eben daran, dass das inzwischen ganz gut ist und gut für die Tick-Rate ist. Hat anscheinend nur bisher eine Stelle gemacht, wo das eben nicht ist. Und jetzt ist der Internal Tank voll. Das heißt, jetzt nimmt das Ding auch nicht mehr weiter auf, bis wieder ein ganzer Bucket im internen Tank voll ist, der anscheinend 32 Buckets beträgt, weil wir dann eben alles verbraucht haben. Und aktuell wird die komplette Energie eben von unserem Magmatic Dynamo aufgebraucht. Aber ihr seht schon, dadurch, dass die Flux Coil, wie dieses Ding hier heißen soll, also der interne Energiebuffer, langsam voll wird, wird auch der Power Output immer geringer und am Ende wird er eben auf 0 komplett runtergeregelt im Vergleich zu ohne das Augment. Das können wir uns vielleicht gleich sogar nochmal angucken. Heißt, ich nehme das jetzt nochmal gerade raus und dann sehen wir das gleich nochmal in Aktion. Und da sehen wir zum einen, wie der interne Tank halt hier jetzt leer geworden ist auf 31 Buckets und da er sich dann einen Bucket geholt hat und dann mit 32 wieder aufgehört hat. Und bei Magmatic Dynamo sehen wir jetzt auch, dass eben der Power Output immer noch bei 6 RF pro Tick ist, obwohl der hier voll ist. Sobald wir aber das Augment reinpacken, zack, ist der Power Output auf 0. Der minimale Power Output ohne Augment liegt dabei immer bei 10% des Maximum Power Outputs. Heißt, wenn ihr die Maximalenergie erhöht, indem ihr Augments reinpackt, die Maximalenergie erhöhen, erhöht ihr auch den minimalen Power Output, der sonst halt übrig bleibt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 320 RF pro Tick machen würden, maximal, wäre 32 RF pro Tick der minimale Power Output ohne dieses Augment. Mit dem Augment ist aber immer einfach 0 und dementsprechend ist es gerade für solche Aktionen eben wunderbar. Also, wir haben jetzt einen wunderschönen Lava-Tank. Es gibt aber ein Problem. Nämlich etwas, das ich bisher noch überhaupt nicht angesprochen habe in diesem Let's Play. Chunk Loading. Denn der Nether ist eine eigene Dimension. Und dementsprechend ist alles, was hier drin ist, so lange da, wie ich hier bin.
in der Nähe von dieser Pumpe. Sobald ich jetzt aber nach Hause gehe in die Oberwelt und dort Zeug mache, wird dieser Lavatank nicht mehr weiter von dieser Pumpe gefüllt, denn die Pumpe ist dann gar nicht mehr geladen, denn wir sind ja nicht mehr im Nether. Und es werden in Vanilla nur der Spawn-Chunk geladen und Chunks in der Nähe von Spielern. Das heißt nur am Spawn direkt, also in dem einen Chunk, in dem es spawnt, und eben in Chunks, die vom Spieler gerendert werden, laufen zum Beispiel Maschinen wie Öfen oder so. Wenn ihr aber weit genug weglauft, dann läuft zum Beispiel ein Ofen nicht mehr weiter. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, packt einen Stack Stein in den Ofen rein, bewegt euch ein paar hundert Felder entfernt von dem Ofen, wartet da eine halbe Stunde, lauft wieder zurück und solange ihr schnell genug gelaufen seid, solltet ihr sehen, dass in dieser Zeit irgendwie, ja, ein paar Steine zwar geschmolzen, aber eben nicht der ganze Stack. Und das Ganze können wir in Modded revidieren durch sogenanntes Force Loading oder Chunk Loading oder wie auch immer man das genau nennen möchte. Es gibt dafür immer so schöne Layouts, die einem anzeigen, wo die Chunk-Grenzen sind. Und ich habe Glück, ich habe genau gerade so die Chunk-Grenzen eingehalten. Das hier ist jetzt gerade aus der gleichen Mod, die auch die Lichtlevel-Overlays einführt. Und ja, ein Chunk ist immer 16 mal 16 Blöcke. Das können wir mal ganz kurz auch nachmessen. Vielleicht sollten wir das nicht unbedingt im Nether tun, wo uns ständig irgendwelche Magma-Slimes rumlaufen, aber wir tun es jetzt trotzdem. Also von hier bis dort hinten können wir das schnell mal eben nachmessen, dass ein Chunk immer 16 mal 16 Blöcke groß sind und dann eben von 0 bis 255 hoch. Theoretisch gilt es natürlich noch höher, weil wir noch den Himmel haben darüber, aber die Bauhöhe ist natürlich nur 255. Jetzt muss ich mal kurz diesen blöden Magma-Slime hier erledigen. Und diese Chunks haben eben entsprechende Grenzen, die ihr dort seht. Und es ist immer ganz effektiv, wenn man eben möglichst wenig Chunks lädt, vor allem wenn man nicht in der Nähe ist. Denn umso weniger Chunks geladen sind, umso weniger müssen zum Beispiel Tiere, die in diesem Chunk sind, also oder andere Entities wie Items oder so, berechnet werden. Und dementsprechend ist es immer ganz sinnvoll, wenn ihr eben zum Beispiel sowas wie eine Lavapumpe in nur einen einzigen Chunk reinpacken. Das haben wir gerade so geschafft, weil wir genau auf einer Chunk-Grenze sind. Um Chunks in diesem Pack zu laden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Chunk-Loader und all den ganzen Kram. Also ihr könnt euch verschiedene Sachen da in die Richtung basteln. Die einfachste Möglichkeit aber ist es zum Anfang, solange man noch welche hat, tatsächlich die FTB Utilities Mod zu benutzen. Und dafür müssen wir vermutlich erst einmal uns ein Team erstellen. Genau, das ist nämlich diese Karte hier, Claimed Chunks. Könnt nämlich geclaimte Chunks auch force loaden. Wir müssen uns aber erst einmal eben ein Team erstellen. Dafür müssen wir in die Teams GUI und Plus drücken. Und dann nenne ich das jetzt einfach mal Katzenboot, because, ja, Orange ist schon richtig. Ich weiß nicht, warum man das hat, aber I like it. Und ich nenne das jetzt einfach Katzenboot. Ich weiß, dass eine gewisse Person, die diesen Namen angesetzt hat, gar nicht dabei ist, aber ich mag den Namen und dementsprechend ist das Team jetzt einfach mit diesem Namen gesetzt. So, jetzt haben wir also ein Team. Jetzt ist es das tolle Team, das da oben wieder Erske ist, Team heißt. Und dem können wir jetzt Claimed Chunks zuweisen. Chunks, die überhaupt nicht geclaimed sind, nennen sich Wilderness. Aber Chunks, die wir claimen, die können wir dann eben auch nutzen. Wir sollten so ein bisschen mehr in so eine Chunk-Grenze reingehen, damit wir auch sehen, dass wir in irgendeinem Chunk drin sind hier. Denn leider kann man diese Karte nicht wirklich zoomen, soweit ich weiß. Nee. Also wir müssen einigermaßen deutlich drin stehen. Aber dann können wir den Chunk einfach links klicken und dann ist er geclaimed. Und wenn wir ihn geclaimed haben, sind in diesem Bereich Explosions disabled. Und wir bekommen eine Notification, wenn wir reingehen. Hier Wilderness und hier RSGEs Team. Und dann können wir das Ganze mit einem Steuerung-Linksklick anklicken oder mit einem Steuerung. Im Rechtsklick können wir so wieder wegmachen. Das ist so Linksklick zum Claim, Rechtsklick zum Wegmachen. Und mit einem Shift-Linksklick ist es, könnt ihr das Ding dann noch chunkloaden. Wie viele Chunks ihr claimen und chunkloaden könnt, seht ihr dort unten. Also wir können 1000 Chunks claimen, aber nur 64 Chunks maximal laden. Die Menge könnt ihr euch einstellen und sie ist höher für Server Operator. Ich bin halt Op, deswegen darf ich ganz viel. Als Spieler dürft ihr ein gutes Stückchen weniger haben, aber das ist mein Server. Nur, dass ihr das halt im Kopf behaltet. Die Mengen sind einstellbar für Serveroperatoren und sie sind auch unterschiedlich für Serveroperatoren versus normale Spieler. So, nun haben wir aber auf jeden Fall diesen Chunk hier geclaimed
und können jetzt ganz entspannt woanders laufen. Das Einzige, was ich nochmal tun würde, wäre den Hebel hier vorsichtshalber noch hier hinzusetzen, damit der auf jeden Fall auch im geklemmten Chunk ist. Ich weiß nicht, ob der das sein muss oder ob das einfach gilt, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Einfach lieber alles in dem einen Chunk drin haben. So, und damit haben wir jetzt eine unendliche Lavaquelle. Nett! Nun können wir also einen Endertank einfach hier raufstellen. Und er zieht sich hier jetzt einen Bucket Lava und der Endertank wird nicht in irgendeiner Weise leerer, weil er eben sofort im Nether neu gefüllt wird. Und dasselbe können wir hier hinten machen. Wir schmeißen einfach hier drauf unseren Endertank, stellen ihn auf Output und er wird zwar jetzt erstmal ein wenig geleert, aber sobald das Ding wieder voll ist, sollte er sich relativ gleich halten, weil das Conduit im Nether halt einfach nicht ganz so schnell ist, aber es reicht gerade so aus, dass wir hier ein bisschen was noch nachbekommen. Es ist nur langsamer, als ich erwartet hatte. Vielleicht ändern wir noch mal ganz kurz was, dass es nicht ein Fluid Conduit ist, sondern ein bisschen schneller. Und zwar machen wir uns mal schnell ein paar Fluid Transposer. Ich meine natürlich Liquid Translocator. Und das Schöne an Liquid Translocatern ist, wenn man sie so nutzt, sind sie schon einigermaßen schnell. Wenn man sie aber. Okay. Ist einfach nur das Ding so langsam. So nutzt sind sie ein gutes Stück schneller, aber anscheinend ist die Pumpe einfach zu langsam, weil der Magmatic Dynamo zu wenig Strom liefert. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie, dass der tatsächlich zu wenig Strom liefert mit 60 RF pro Tick. Okay, ich habe unterschätzt, wie viel eine Ranged Pump an Strom braucht. Gut, dann müssen wir wohl den Magmatic Dynamo nochmal aufwerten. Und dafür brauchen wir ein Reinforcement Upgrade Kit mit Electrum und einem Silver Gear und da unten Fused Quartz, denn wir können statt Hardened Glass, was ihr herstellt mit Obsidian Dust und irgendeinem entsprechenden Ingot, der dann das entsprechende Glas herstellt. Obsidian Dust wiederum kriegt ihr halt einfach ein Obsidian in der Sagmill zum Beispiel, kriegt ihr viel raus. Ja, und eine Auxiliary Transmission Coil mit ganz viel Silber. Einfach ganz, ganz viel Silber. Und wenn wir jetzt unser Reinforced Upgrade Kit hier raufpacken, dann haben wir einen Magmatic Dynamo, der wieder komplett leer ist. Wow. Und ein Auxiliary Transmission Coil Upgrade kriegen kann. Jetzt habe ich natürlich, weil ich ein schlauer Mensch bin, meinen Bucket nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, das funktioniert so. Ja, schlau ist ich. Sehr schlau ist ich. Ich hatte gehofft, dass das vielleicht weit genug unten ist. Aber ist es nicht. Also Soundmuffler, hoffentlich, dass das dann ein bisschen reicht. Und jetzt zurück in den Nether mit einem Bucket, damit wir das Ganze auch auffüllen können. Yay. So, hoffen wir mal, dass die Energie jetzt auch ausreicht. Also 160 RF pro Tick kriegen wir jetzt aus dem ganzen Zeug raus. Und vielleicht reicht das ja, um genug Lava herzustellen, als dass wir hier irgendwie mal was machen können. Aber das sieht irgendwie nicht danach aus. Wir verlieren hier langsam Lava und bekommen keine neue nach. Das ist echt, wobei wir wüssten doch eigentlich, kann der Liquid Translocator nicht aus der. Kann der nicht da rausziehen? Kriegt der Liquid Translocator keine Flüssigkeit aus der Range Pump? Denn da ist eindeutig was im Tank drin. Ah ne, da ist ein RF drin, nicht Lava. Und wo geht die Lava jetzt rein? Okay, irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe den Aspekt Ranged Pump falsch verstanden. Das Ding sucht einfach durch verschiedene Höhen durch nach Lava, aber halt einfach so. Heißt, wenn es halt keine findet, findet es halt keine und verbraucht trotzdem Lava. Das ist irgendwie etwas ungünstig. Also wäre es vielleicht ein gutes Stückchen effizienter, wenn wir das Ding doch in die Mitte eines Lavasees stellen. Das mache ich mal kurz. So, hier sind wir mitten auf einem Lavasee. Jetzt sollte es doch möglich sein, ein bisschen Lava zu finden, oder? Oder sehe ich das hier verkehrt? Das ist doch irgendwie. Naja, gut. Ich hoffe mal, das reicht jetzt, dass er sich mal irgendwann wieder Lava findet. Und der Verbrauch scheint ziemlich genau bei 125 RF pro Tick zu liegen, denn ja, das Ding bleibt voll. Und hier bleibt er genau bei 125 RF, weil er immer genau an der Zahl springt, sodass es genau da drin ist. Also scheint der Verbrauch hier wirklich genau 125 RF pro Tick zu sein. Was wiederum heißt, ja, wir brauchen tatsächlich das Augment hier. Das habe ich jetzt nicht sinnlos gecraftet. Aber es ist schon krass, wie viel Energie dieses Ding braucht, dafür, dass es basically gerade überhaupt nichts tut. Das finde ich irgendwie ein bisschen. Ich habe mir mehr erwartet, dafür, dass das Ding sogar einen freaking Diamantblock kostet. Vielleicht hätte ich doch lieber irgendeine Pump aus einer anderen Mod nehmen sollen, zum Beispiel die aus dem
Immersive, die kann was ähnliches und ist ein gutes Stückchen billiger. Sowohl von den Energiekosten als auch vom anderen. Aber, naja, mal gucken. Mich hat da mal interessiert, wo der denn eigentlich gerade versucht, Lava zu finden. Und, naja, sehr sinnvoll auf jeden Fall. Das scheint wohl die maximale Range ungefähr zu sein, auf der er dann halt versucht, was zu finden. Also irgendwo hier so. Vermutlich hat er da angefangen oder so, da an der Stelle, und hat das jetzt, arbeitet sich jetzt Chunk pro Chunk durch. Was aber heißt, er wird noch eine ganze Weile brauchen, bis er wieder auf Lava stößt, denn das ist ja irgendwie nicht so, dass da so viel Lava ist, aber, naja, ich bin etwas enttäuscht, ich bin wirklich etwas enttäuscht. Ich habe die nicht vorher getestet, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass die funktioniert, aber, naja, kann man nichts machen. Okay, interessant. Standardmäßig braucht das Ding gar keine Energie. Das wurde wohl in der Config extra eingestellt für dieses Pack. Gut, finde ich auch absolut sinnvoll, aber naja. Und augenscheinlich ist die Standardreichweite zumindest 128 Blocks. Und das Ding scannt halt so und scannt einfach nur, ohne irgendwie sinnvoll das Ganze sich anzugucken. Und es macht kein Auto-Pushing und kein Chunk-Loading, wie ich mir aber auch schon gedacht habe. Ja gut. Das ist irgendwie, wie gesagt, doch etwas schlechter, als ich gehofft habe, aber naja gut, dann ist das halt so. So, das sollte nun aber reichen und natürlich schießt mich jetzt ein Ghast ab. Geh weg! Geh weg, garstiges Ghast! Oh cool, der despawnt sogar der Ball. Genau, also ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Pumpe verschoben und jetzt habe ich einen riesen Lavasee um mich rum. Das heißt, jetzt sollte die Pumpe endlich einigermaßen genug Lava auch bekommen. Ob das nun der Fall ist, wird sich noch rausstellen, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Also, ab wieder zurück zum Portal. Ich sollte noch einen Waypoint wenigstens einmal kurz machen. 8 mit Pump. So, blau. Pump mit einem M. Zack. So, fertig. Haben wir das auch erledigt. Und jetzt, wo wir hier wieder ankommen, ist die Lava gleich wieder weg. Weil er tatsächlich doch ganz schön Lava verbraucht, um das ganze Obsidian herzustellen. Also ich muss mir echt überlegen, ob ich bei der Range Pump bleibe. Die ist wirklich nicht so gut, wie ich gehofft habe. Aber naja, mal sehen. Fürs Erste haben wir jetzt auf jeden Fall eine Lava-Generierungsmöglichkeit, die zumindest ab und zu mal Lava gibt, wie man hier sieht. Wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie ja ganz gut. Und naja, mal schauen. Wobei schon etwas seltsam war, wie schnell der Ender Tank seine Lava verloren hat, obwohl der Ignis Extruder eigentlich schon voll war mit Lava. Also habe ich jetzt noch vorsichtshalber die Sink nach unten gestellt, denn das Ding zeigt auch einen Tank hier an, der einfach leer ist. Ich denke mal, dass es eigentlich ein voller Wassertank sein soll, weil der ja unendlich groß ist, der Wassertank im Theoretischen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also habe ich das jetzt mal so umgebaut und jetzt bleibt der Tank zumindest voll. Also was auch immer eben so extrem viel Lava gezogen hat, zieht jetzt nicht mehr so viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall, dass das sein könnte. Denn ja, das ergibt schon ein bisschen Sinn und jetzt haben wir auch Lavamengen, die sinnvoll sind. Und die nicht mehr einfach verloren gehen, weil wir sie einfach voiden. Vielleicht stelle ich doch nochmal um auf die Pump aus Immersive Engineering oder baue sie zusätzlich oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Gut, fürs Erste aber wollen wir auf jeden Fall noch einmal eine Sache machen. Denn wir waren ja jetzt gerade schon beim Chunkloaden, also können wir auch nochmal den hier machen. Einmal alle Gebiete hier um unseren Bereich claimen. Tatsächlich sind dadurch, dass wir sie claimen, auch Explosions disabled. Das heißt, wenn uns ein Creeper hier begegnet, dann macht der zwar Bumm, aber der macht keinen Terrain kaputt. Das ist ganz nett. Ich bin persönlich normalerweise kein Freund von dieser Einstellung, deswegen habe ich sie in eigentlich allen Packs standardmäßig deaktiviert. Beziehungsweise aktiviere sie halt nie, denn in den meisten Packs ist sie schon standardmäßig deaktiviert und man muss sie aktiv aktivieren und das mag ich halt nicht, denn Creeper sollen ja auch gefährlich sein und nicht einfach nur Bumm machen. Aber naja, da es hier jetzt aktiviert ist und es jetzt ein Singleplayer ist, ist es halt, ja, keine Ahnung. Lassen wir es einfach so. Ist okay. Gut. Und dann wollen wir eben noch das Ganze auch einmal zack, Chunkloaden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, inwiefern hier die Chunkgrenze verläuft. Ja, das reicht. Okay. Das reicht aus, wenn ich das hier hier lasse mit dem Chunkloading. Denn, ja. Mehr brauchen wir da auf jeden Fall nicht. Und hier ist dann bis hier. Genau. Und dort hinten ist es dann bis hier.
Auch das reicht aus und die Pferde sind so gerade noch drin. Ja. Und wenn wir dann doch was woanders bauen, dann können wir das ja immer noch erweitern. Gut, also, dann hoffe ich, euch hat das Folge einigermaßen gefallen. Denn die beenden wir jetzt, denke ich mal. Und wenn es euch gefallen hat, benutzt den ganzen Star Wars Screen, diesen ganzen anderen Schwachsinn, den euch YouTube sonst so anbietet. Und ja, wir haben jetzt tatsächlich weniger geschafft, als ich erwartet hatte, aber das lag halt daran, dass wir ganz schön viel anderen komischen Kram noch erledigen mussten. Also, ja, Nether, Lava Pump haben wir erledigt und Ender Machines haben wir eigentlich auch schon, aber halt noch nicht alle. Und wir haben eigentlich nur das. Das ist eigentlich alles, was wir geschafft haben. Aber naja, dann ist das halt so. Gut, dann wünsche ich also noch einen wunderschönen Tag. Und okay, das fehlt da irgendwie. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.